Ja, jetzt ganz offiziell herzlich willkommen an alle, die heute Abend hier sind, online. Und herzlich willkommen auch an alle, die diesem Video später ansehen werden. Und heute ist das erste in einer Reihe von 4 Treffen mit 4 spannenden Gästen, die ihre Erfahrung mit Ayurveda teilen möchten. Und für viele von euch ist Ayurveda bereits ein Begriff. Vielleicht haben Sie schon eine ayurvedische Massage genossen oder ayurvedische Kuren oder leckere ayurvedisches Essen probiert. Und Sie haben irgendwie schon, Sie sind schon in Kontakt mit Ayurveda gekommen. Aber unabhängig davon, ob Sie etwas über Ayurveda wissen oder nicht, heute sind Sie hier auf jeden Fall richtig, denn heute geht es nicht um Wissen und Theorien, sondern um Erfahrungen und um Lebensgeschichte. Und all das Wissen, all die Theorien dieser Welt bleiben unfruchtbar, bis sie durch die Praxis zum Leben erweckt werden. Und es ist richtig die Erfahrung, die uns bestärkt in unseren Intuitionen und auch unser Wissen bestätigt. Und die Gäste, die in diese 4 Wochen bei mir so sozusagen auf der Couch sein werden, haben tiefe persönliche Erfahrungen mit Ayurveda gemacht und werden uns von diesen Erfahrungen berichten. Ich liebe Lebensgeschichten zuzuhören. Und wenn Sie heute hier sind, wenn Sie diesem Video anhören, bedeutet, dass Sie das auch lieben. Und Lebensgeschichten vermitteln mehr als Theorien, als Textbücher und bleiben einfach schnell im Kopf. Und deshalb möchte ich Sie nicht mehr lange aufhalten mit Wörtern und möchte ich einfach mit unserem ersten Gast anfangen. Aber bevor ich starte, möchte ich ganz kurz mich vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Maria Luisa Barontini. Ich bin ayurvedische Gesundheitscoach und Beraterin im Bereich ayurvedischer Ernährung und Psychologie. Und wie Sie hören von meinem Dialekt, ist kein indischer Dialekt, ich bin Italienerin und werde hier und da ein Macaroni in der wunderschönen deutschen Sprache einbauen. Ich hoffe, Sie entschuldigen mich dafür, besonders die Sprachliebhaber. Ich glaube, es gibt einige davon hier heute Abend und Entschuldigung nochmal dafür. Ja, und jetzt möchte ich Andreas bitten, sein Bild auszumachen. Silvia, ich sehe dich und ich bitte dich, wenn möglich, dein Video auszumachen. Grüße dich, damit du nicht im YouTube zu lange zu sehen bist. Ich weiß nicht, wie man das ausmacht. Schaffst du das? Ich weiß nicht. Einfach auf die Kamera, das Symbol unten links und dann gehst du drauf und dann, ja, super. Okay. Schönen guten Abend zusammen. Hi, Leute. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Und danke schön, dass du heute Abend bei uns bist, also dass du also diese erste Teil von Mensch Ayurveda eröffnest. Und ja, Andreas, ich möchte ganz kurz vorstellen, Andreas Haas, unser ersten Gast. Andreas Haas ist Industrial Engineer, Ernährungsberater, Sportler und Startup-Entwickler von Ayurvedische Frühstücksporridge. Er hat auch als Gesundheitshase ein sehr informatives Blog über Ayurveda gemacht. Jetzt ganz kurz, Andreas, möchte noch ganz kurz, wer dazugekommen ist, bitten, die Kamera und das Mikrofon auszumachen. Einfach nur wegen der Aufnahme. Dankeschön. Entschuldigung, aber wollte ich das kurz sagen. Ja, also du hast ganz viele Bereiche in deinem Leben schon, du bist durch bestimmte Bereiche durchgegangen.
Und dann letztlich bist du bei Ayurveda gelandet. Also ich habe Andreas während einem Seminar über ayurvedische Kräuter kennengelernt und ich hatte das Glück, dass zwischen Seminarhaus und Hotel eine längere Strecke war. Wir sind zusammen gelaufen. Du hast mir ein bisschen deine Lebensgeschichte erzählt und ich war sehr überrascht, weil ich habe dich als sehr sportlicher, aktiver Mann wahrgenommen und dann habe ich aber erfahren durch deine Erzählen, dass du zu Ayurveda über eine Krankheit gekommen bist. Magst du etwas davon erzählen? Ja, na gerne. Ich bin nicht sicher, ob das vielen Menschen so geht, die sich mit Gesundheit beschäftigen, Ernährungsberater oder Heilpraktiker werden, dass sie mit einer Krankheit angefangen haben. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte schon als Kind eine Komplikation und eine ITP aufgetreten nach einer Impfung. Und das ist eine Krankheit, da hat man viele Thrombozyten. Das heißt, das Blut kann nicht gut gerinnen. Das ist eine Anblutungsstörung. Und das war eine Autoimmunkrankheit als Kind. Später hat sich das verloren. Es ist im Prinzip ein bisschen diffus. Man weiß nicht wirklich genau, was es verursacht hat. Kann nur vermuten. Und es ist auch genauso diffus wieder gegangen. Und als ich 19 Jahre alt war, kam eine Lupusdiagnose dazu. Da ging es mir zunehmend schlechter. Da kamen Fieberschübe, eine gewisse Sonnenlichtempfindlichkeit und Gelenkbeschwerden. Und irgendwann konnten die Ärzte feststellen, das ist Lupus. Und das ist wohl relativ selten, das haben nicht viele. Und kannst das du hat vielleicht mich kurz das sagen, was das ist? Weil vielleicht nicht alle wissen, was diese Krankheit ist. Na klar, also es ist sehr selten. Systemischer Lupus erythematodes ist eine Krankheit, in der das Immunsystem anfängt, den eigenen Körper anzugreifen. Das geht ja normalerweise gegen fremde Zellen und in dem Fall geht es gegen die körpereigenen. Und das haben relativ wenige Menschen. Und in meinem Fall hat sich das bemerkbar gemacht durch Gelenkbeschwerden, durch Fieberschübe und allgemeinen schlechten Allgemeinzustand. Und damals war ich eigentlich froh, dass ich einen Arzt gefunden habe, der nach einiger Zeit die Diagnose stellen konnte, weil mir dann geholfen werden konnte und man endlich wusste, was ist denn da. Und dann haben mich die Ärzte doch tatsächlich sehr gut aufstellen können, natürlich mit sehr vielen Medikamenten. Und letztendlich war ich dann so Anfang 20 und natürlich vollkommen unzufrieden mit der Situation. Mir wurde da auch wenig Hoffnung gemacht. Ich habe eine Prognose gekriegt von einer Lebenserwartung im Bereich 50 oder 60 Jahre. Auch keine Aussicht auf Besserung oder Heilung, sondern nur auf Kontrolle des Zustands. Und jetzt weiß ich nicht, ob es vielen Menschen so geht, aber als junger Mann in den Anfang 20ern gibt man sich nicht zufrieden mit sowas. Ja. Und dann war es einfach in mir drin, dass ich versucht habe, mich selbst im Internet schlau zu machen und versucht habe, mich zu verbessern, anstatt immer nur die Routinetermine wahrzunehmen und weiterhin Medikamente einzunehmen. Und in derselben Zeit habe ich auch angefangen, Kraftsport zu trainieren. Und da hat man natürlich auch seine Gruppe gehabt mit Menschen, die das Gleiche tun, die sich auch für Ernährung interessieren. Natürlich nicht gesunde Ernährung. Kraftsportler gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Aber da habe ich doch dann schon gemerkt, dass so mit der Ernährungsumstellung, mit mehr Sport, gewisse Veränderungen eintreten. Was ziemlich interessant war. Und dann bin ich da mit meinem Dickkopf durchgegangen. Nach ein, zwei Jahren konnte ich dann auch schon feststellen, dass es mir besser ging, auch wenn ich mal Medikamente abgesetzt habe und weggelassen. Und dann habe ich mich für Vitamine interessiert und für Proteine und habe doch gemerkt, dass ich nach einiger Zeit die Medikamente komplett weglassen konnte und es mir trotzdem nicht schlechter gegangen ist. Also durch eine Ernährungsumstellung sozusagen konntest du das heilen oder nur stoppen? Ich würde sagen stoppen. Eine Heilung, gut, was ist eine Heilung? Ich erkenne auch heutzutage noch, dass wenn ich mich falsch verhalte, die Gelenkbeschwerden zurückkommen. Und ich kann auch, wenn ich mich absolut falsch verhalte, wieder ein Fieber erzeugen. Aber ich würde doch sagen, dass ich mit meinem heutigen Wissen betrachtet kontrollieren kann, was passiert. Ich brauche natürlich eine gewisse Disziplin und muss mich an Einschränkungen halten. Ich kann nicht alles essen, was man vielleicht essen wollte, aber ich würde sagen, ich habe die Krankheit in der Hand. Und damals
habe ich natürlich absolut nicht gewusst, was ich gemacht habe. Das war ein Try and Error. Ich würde sagen, die Ernährung und der Sport waren die wesentlichen Punkte. Aber rückblickend betrachtet kann es medizinisch nicht ganz erklärt werden, was da passiert ist, warum es mir besser ging. Ja, ja, aber du, in den letzten Jahren hast du dich einmal über Ernährung sehr viel auseinandergesetzt und dann aber auch massiv, also immer mehr über Ayurveda, ayurvedische Ernährung. Jetzt weiß ich, dass du gerade einen Heilpraktiker machst, dass du dich mit der Medizin, ayurvedischer Medizin auseinandergesetzt hast, sogar so viel, dass du auch Sanskrit gelernt hast und Sanskrit-Bücher angefangen zu lesen, also die Klassiker von Ayurveda. Ja, und du bist, also deine Lebenspartnerin ist auch eine ayurvedische Ärztin und er allopathische Ärztin. Also du, dieser Aspekt, also du bist also von der therapeutischen Wirkung, von der ayurvedischen Medizin sehr fasziniert, oder? Das kann man so sagen. Ich kann es auch gar nicht genau erklären, wie es mich dahin gezogen hat. Ich habe nach einer Weile mal angefangen, einen Ernährungsberater zu machen. Natürlich nach westlichen Standards damals. Weil mich irgendwie interessierte, was ist jetzt da passiert? Was hat das jetzt gemacht? Er braucht keine Medikamente mehr, es geht ihm immer besser. Und nachdem man ja auch dieses Vakuum an Wissenslosigkeit hat, will man ja auch irgendwann mal wissen, okay, wie ist das denn jetzt mit den Vitaminen und den Proteinen? Und das habe ich gelernt. Und weil ich einen ganzheitlichen Ernährungsberater gelernt habe, hat man auch mal TCM, auch mal Ayurveda behandelt, auch mal Hildegard von Bingen. Und diese Gebiete einfach so ein bisschen überflogen. Und ich muss sagen, die sind alle sehr interessant, wenn man an der Oberfläche davon hört. Aber bei Ayurveda, da hat es irgendwie ein bisschen Klick gemacht. Und ich habe dann auch meine Hausarbeit über Ayurveda geschrieben und natürlich auch absolut laienhaft mich da reingelesen. Also ein Laie ist ja jemand, der was tut, weil er es gerne macht und nicht, weil er dafür bezahlt wird, per Definition. Und dann hatte ich einen Fuß im Thema Ayurveda. Und das habe ich später aus eigenem Interesse auch noch mit einem weiteren Kurs verfolgt von einem Heilpraktiker, der in Zusammenarbeit mit einem ayurvedischen Mediziner arbeitet. Und dieser ayurvedische Mediziner kam aus Indien, der hat akkurates Wissen geliefert, was mich doch nochmal sehr weitergebracht hat und auch ein bisschen tiefer hat einsteigen lassen in die Materie. Und wie es letztendlich dazu kam, dass ich den Heilpraktiker gemacht habe, ich bin natürlich wie jeder Laie unterwegs mit Ayurveda gewesen an absolut oberflächlicher Basis, also mit Vata, Pitta, Kapha. Hat jeder schon mal gehört. Da denkt man an die Ernährung und dass man jetzt irgendwas nicht mehr essen darf und was anderes jeden Tag essen muss. Und über diese Schiene bin ich mal drauf gekommen, dann auch ein anderes Frühstück für mich zu machen. Habe dann auch gesagt, dieser Ernährungsberater, der lag mir, hat man mir gesagt, so gut. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht, dass man mir gesagt hat, da muss ich mich mal selbstständig machen damit. Und das habe ich gemacht. Und einfach ein paar Leute beraten. Und die haben ständig gefragt, was soll ich denn frühstücken? Ja, genau. Weil ja. Sozusagen, also du hast praktisch erstmal diese Ernährungsberatung, dann warst du selbstständig als Ernährungsberater. Und dann hast du bemerkt, also in Ayurveda sagt man, dass für bestimmte Typen, also für bestimmte Konstitutionen und ganz besonders in den kalten Jahreszeiten, wichtig wäre ein warmes Frühstück. Also drei geregelte Mahlzeiten sind im Allgemeinen für die meisten Menschen sehr wichtig, um Körper und Geist zusammenzuhalten. Aber dieses warmes Frühstück, was im Winter, würde ich sagen, bei alle Konstitutionen zu empfehlen ist, im Sommer vielleicht der Feuertyp braucht das nicht unbedingt. Aber das ist bei vielen Leuten, hast du ein bisschen, war schwierig umzusetzen. Ne? Wenn man sagt, oh, ich stehe auf, ich muss schnell irgendwas in mir hineintun und dann zur Arbeit, wie kann ich eigentlich so ein warmes Frühstück vorbereiten, oder? War das das Problem? Ja, also da muss man jetzt aufpassen, dass man den Deutschen nicht überfordert, wenn man das sagt. Ja. Ich habe über die Zeit Menschen kennengelernt, die ihr Frühstück in der U-Bahn zu sich nehmen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die absolut beratungsresistent waren. Es ist interessant, ich kann jemanden schachmatt setzen, wenn ich ihm sage, er soll dreimal täglich warm essen, weil er denkt, wie mache ich denn das? Wie kann ich das logistisch unterbringen?
Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die nicht verstanden haben, was es bedeutet, warmes Wasser zu trinken. Denen musste man dann erklären, was für eine Temperatur und was denn für ein Wasser und verschiedene Sachen. Und da habe ich auch verstanden, da ist ein Detaillevel in dem Patienten, in dem Klienten, das man aber mitnehmen muss. Weil wenn es er nicht versteht, dann bringt es am Ende nichts. Und da muss ich sagen, da hat Ayurveda einen relativ coolen Ansatz gehabt, weil es Dinge sehr verständlich macht, zumindest in meinen Augen. Ja. Und da habe ich also witzige Erfahrungen gemacht und mitunter auch die Erfahrung, ja, was soll ich denn ständig frühstücken? Und ich war ja auch nicht der Schlauste. Und in den meisten Fällen habe ich gesagt, jetzt frühstück doch mal das, was ich da und esse, weil für mich funktioniert das ganz gut. Und das war Porridge. Das war ein Frühstücksbrei, den ich warm gemacht habe. Ja, Ayurveda mag warmes Essen. Das ist richtig. Ja, Das. weil deine Porridge sind auch super praktisch, weil ich weiß, du hast mir mal am Anfang, als du den Startup gehabt hast, hast auch den Porridge zugesandt. Und ich war so glücklich, einmal, dass ich in Hotel war und ich konnte mein warmes Frühstück nicht selber machen. Da hatte ich meinen Wasserkocher aber dabei und konnte mit deinem Porridge mir den warmen Frühstück doch vorbereiten, weil es letztlich, es spart einiges an Zeit, auch weil es dann, du hattest wohl für Hitzekaffee und Wasser verschiedene Porridge mit verschiedenen Gewürzen und die ausgleichen schon von vorne an auch, sagen wir so, die Konstitution-Typen. Ja, also gut, ich muss dazu sagen, dass das Porridge ist so ein kleines Hobbyprojekt von mir. Eigentlich auch nichts richtig Großes. Also ich gehe damit jetzt auch nicht an die große Glocke, sondern ich sage Freunde, Bekannte und vor allem ich haben da was Leckeres auf dem Tisch. Muss mir auch eingestehen, ich habe am Anfang wirklich nach der Körperkonstitution, wie man es da lernt, versucht, diese Porridges zusammenzurühren. Wo ich jetzt aber sage, da bin ich mittlerweile mit meinem ayurvedischen Verständnis auch ein kleines bisschen tiefer. Und habe dann gesagt, ich mache das jetzt ein bisschen zurück. Ich arbeite Vollzeit, ich mache das Porridge schon ein bisschen in der Freizeit. Und bin mittlerweile auch dabei zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr nach Körpertyp, sondern einfach so, dass es sehr lecker ist, sehr gut verdaulich und einfach zuzubereiten. Und habe einfach den gesundheitlichen Wert nur auf die Verdauung bezogen und jetzt nicht auf einen speziellen Körpertypen, weil damit erreiche ich letztendlich mehr, meiner Ansicht nach. Ja, das ist, meine, das ist auch was ayurvedische Ernährung oder Ernährungslehre im Vergleich zu anderen Ernährungslehren, was Unterschied macht, ist nicht nur, dass es typgerecht, okay, dass man die Einzigkeit jedes Menschen schaut und die Jahreszeit und so weiter. Aber was ich finde sehr entscheidend ist, dass man auf die Verdauung schaut. Sozusagen, das zentrale Punkt ist ja erstmal, was wir verdauen können. Nicht diese Nahrungsmittel ist wertvoll, ist biologischer Anbau aus dem Garten und alles Mögliche und super gesund, theoretisch. Aber wenn wir das nicht selber verdauen können, sozusagen für Ayurveda unbrauchbar. Es bildet Giftstoffe in unserem Körper und deswegen ist erstmal die Verdauung im Fokus bei Ayurveda. Das ist, was ich immer spannend fühle und finde. Und dann kann jeder Typ letztlich dann korrigieren mit ein bisschen Gewürze, ne? Die zur Konstitution passen. Und wenn man sich auskennt, dann denkt, okay, dieser Typ braucht ein bisschen stärker Gewürz zu haben und der andere ein bisschen weniger oder andere Typen von Gewürzen, die das ausgleichen. Oder? Wie machst du das? War auch für mich ein kleiner Weg, da mehr zu lernen und zu wissen. Am Anfang habe ich da versucht, ein bisschen wie mit Lego-Bausteinen zu spielen. Okay, hier ist Wasser und dann muss der viel Öl und viel Warmes zu sich nehmen und so. Und später habe ich dann aber auch wirklich mal indische Küche live erlebt, praktisch aus nächster Nähe und muss dann sagen, das ist doch ganz interessant. Die würden niemals ein kaltes Glas Milch trinken. Das ist für die ein Kapitalverbrechen. Also das ist wie wenn ich jetzt eine rohe Erbse zu mir nehme. Genauso sehen die das. Das geht einfach nicht. Und es gibt auch gewisse Mahlzeiten, die zubereitet werden. Und dann muss jetzt an dieses Rezept ein Kurkuma und dann muss ein Kreuzkümmel. Und wenn ich den nicht dran mache,
dann habe ich Angst, ich vergifte meine Gäste, weil die dann ein bisschen schlechter verdauen dadurch. Und das war interessant. Die sind da sehr, sehr strikt, wenn es darum geht, ein bestimmtes Gewürz an einer bestimmten Stelle einzusetzen. Jetzt nicht unbedingt persönlich bezogen auf den Gesundheitszustand. Da trennen die ein bisschen das Medizinische, sondern hauptsächlich auf Rezeptbasis. Aber auch speziell, wenn jemand krank ist und zum Ayurveda-Arzt geht, dann kann der doch ziemlich gut sagen, okay, jetzt benutzt du mal folgende Mittel hier. Und da machen die tatsächlich keine Trennung zwischen Medikament und Ernährung. Ja, ja. Und bei dir, Andreas, wenn wir jetzt auf ein anderes Thema kommen, du bist auch Sportler, wie du gesagt hast, also Sport war sehr wichtig für deine Genesung, aber für dein Leben im Allgemeinen, also du brauchst das. Und du machst auch etwas wie Bodybuilding oder Gewichtsheben, also etwas, wo also man hat ein bisschen das Klischee, dass Leute, die diese Art von Sport machen, konsumieren irgendwelche Pulverchen oder irgendwelche Dopingmittel und nicht unbedingt sie gesund ernähren. Also kann man mit der ayurvedischen Küche auch genug Energie haben, um so eine Art von Sport zu machen? Ja, das ist natürlich witzig. Ne? Wenn wir an die Inder denken, denken wir nicht an Bodybuilder als erstes. aber ja, also ich kann es nicht sagen. Also ich komme ja wirklich aus dieser Zeit, wo ich auch selbst trainiert habe, ohne Ernährungswissen. Und da hat man mit seinen Freunden zusammen große Mengen Protein zu sich genommen. Und damals hat man gesagt, vernichtet. Ja? Und also so viel wie möglich geschaufelt. Bin jetzt aber wirklich dazu übergegangen, auch mittlerweile mich vegetarisch zu ernähren. Ich muss auch sagen, mit Ayurveda würde ich behaupten, kann man sehr viel feiner justieren, wie es einem gut geht beim Training. Während es hingegen bei der klassischen Bodybuilding-Schiene eher darum geht, möglichst viel zu essen und möglichst hart zu trainieren. Das funktioniert ohne weiteres. Wenn ein Mensch in den Anfang 20ern sich befindet, dann ist es für den Körper sowieso egal, was er isst, weil er dann sehr, sehr starken Stoffwechsel hat. Und wenn man dann aber doch mal die 30 überschreitet oder ihnen näher kommt, dann würde ich sagen, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man ein bisschen versteht, wann esse ich, wie esse ich, was esse ich und das mit seinem Training verbindet. Was ich natürlich auch sagen kann, wir Europäer, und das fand ich ganz interessant, wir haben eine viel stärkere Verdauung als ein Mensch, der äquatornah in einem warmen Land lebt, weshalb wir auch sehen, dass die dort viel Chili essen und generell sehr stark würzen und vielleicht sagen, das Essen der Deutschen schmeckt nach überhaupt nichts, weil aus denen ihrer Sicht könnten wir selbst einen Stein essen, weil wir haben durch das Leben in so kalten Ländern eine Fähigkeit, Hitze zu generieren, die auch auf die Verdauung sich auswirkt. Und das kann man beachten, auch wenn man Sport macht. Interessant. Entschuldigung, ich muss ganz kurz. Ich muss ganz kurz ein Mikrofon ausschalten. Sind alle stumm? Ja, ich glaube jetzt wieder, ja. Gut, Entschuldigung. Ja, das ist super interessant, diese was du erzählst, dass wir eine stärkere Verdauung haben als Leute in andere Länder und auch in dem Land, wo Ayurveda geboren ist, also in Indien. Also Indien, okay, ist ein riesiger Kontinent oder ein riesiges Land und natürlich auch das Wetter. Verhältnisse sind unterschiedlich von Nord bis Süden, aber sicherlich wärmer als in Deutschland im Allgemeinen. Deshalb passt es auch sehr gut. Und ja, wir haben gesprochen von Typen. Ich weiß es nicht, ob jeder, der hier jetzt heute dabei ist, weiß etwas über Ayurveda. Ich würde ganz kurz nur zwei Wörter sagen, nicht dass jemand vielleicht gar nicht mitkommt, mit was wir miteinander reden. Und nämlich, dass in Ayurveda sehr wichtig ist, diese Konstitutionsbestimmung. Das bedeutet, zu verstehen, die Bioenergien, die vorwiegend sind in einem Menschen. Wie würdest du das sagen? Also, wir haben drei Bioenergien: Vata, Pitta, Kapha. Die entsprechen die fünf Elemente, die über alles im Kosmos genauso wie im Körper sind. Und je nachdem, wie unsere Eltern auch für eine Konstitution sie hatten, wir haben eine bestimmte Konstitution. Und das zu erkennen, bedeutet zu wissen, worauf wir mehr
darauf aufmerksam sein müssen und wie wir uns ernähren und bewegen. Auch, sagen wir so, wenn wir sehen, die Jahr in den Jahreszeiten oder in den Ort, wo wir wohnen, wir schauen, was muss ausgeglichen werden, damit wir gesund bleiben. Ich weiß nicht, ob das ein Bild ist, das jetzt, war jetzt sehr spontan. Ich weiß nicht, ob das, wie würdest du sagen, Andreas, habe ich das erinnert? Ja, ich finde deine Beschreibung schon sehr gut. Und das ist ja auch das, was man so ein bisschen das Aushängeschild von Ayurveda nennt, würde ich sagen, diese Konstitutionslehre. Salopp gesagt, würde ich sagen, wie ist mir das Fell gewachsen? In welche Richtung geht der Strich? Es gibt Menschen, die sind größer, sie sind kleiner. Es gibt Menschen, die sind tatsächlich hitziger. Das ist eine Eigenschaft und ja, damit wird viel gearbeitet. Ich habe in der Zwischenzeit aber auch festgestellt, dass es sich da auch doch sehr unterscheidet. Zum Beispiel kenne ich einen guten Freund von mir, der ist eher von einer schlanken Gestalt, auch ein bisschen kleiner im Ayurveda, wenn man das so betrachtet, würde man sagen, der Vata-Typ, wo man dann sagt, okay, dieser Mensch braucht Öl in der Ernährung, der braucht Wärme, der braucht auch Langsamkeit, der aber in meiner Erfahrung sehr, sehr kälteresistent ist, weil er jetzt zum Beispiel wieder aus Kanada kommt. Und da muss ich sagen, ich kenne dann auch wieder Menschen, da würde ich sagen, oh, die haben bestimmt die absoluten Aggressionsprobleme. Das sind aber die liebsten Leute, weil die einfach so erzogen worden sind, sehr nett zu sein. Und da ist es manchmal ganz interessant, dieses Wechselspiel zu sehen. Auch die ayurvedischen Ärzte, die werden in der Regel oft mal eine Pulsdiagnose machen. Ja. Die aber ja nicht aus dem Ayurveda kommt, sondern die ist ja ein persischer Einfluss, der in Indien irgendwann in die Medizin reingerutscht ist, aber nicht aus dem Jahrtausend der alten Ayurveda kommt. Die Perser hatten die Pulsdiagnose. Und der Doktor wird dir meistens gar nicht sagen, was du für ein Typ bist, weil du als Patient vielleicht auch eine selbsterfüllende Prophezeiung machst. Wenn ich jetzt nämlich im Internet auf ganz vielen Seiten lese, was bin ich für ein Typ, dann mache ich noch einen Konstitutionstest und dann sehe ich, ah, ich bin der Kappa-Typ. Ich bin sowieso schon eine Schlafkappe und richtig langsam. Und dann sagt der Arzt mir das noch. Dann fange ich am nächsten Tag an, Kaffee zu trinken und Chili zu essen und versuche mich auszugleichen und fühle mich aber noch langsamer dabei, weil doch die Psychologie ein bisschen mitspielt. Deswegen habe ich auch schon erfahren, ein guter Arzt, der sagt dir das gar nicht. Das ist auch für ihn gar nicht relevant. Aber ich muss was ganz sagen, Andreas, bei dir. Dass bei dir sieht man das Pitta, also das Feuer, weil du sehr, sehr kritische, analytische Geist hast. Und das merkt man, weil es ist schwierig zu finden, jemanden, der begeistert ist über Ayurveda, aber auch schafft, so einen klaren Kopf wie du zu haben und auch sagen, man soll nicht dogmatisch denken. Aber ich denke, wenn jemand Ayurveda ernst nimmt, dann kann nicht dogmatisch sein, weil in jeder von uns sind alle drei Bioenergien existierend. Und das ist wirklich schwierig zu finden, jemand, der wirklich sehr, sehr vorwiegend eine hat, sondern im Allgemeinen ist ein Zusammenspiel. Nur wenn wir jetzt ein Problem haben, ein gesundheitliches Problem, da geht es darum zu verstehen, welche Energie ist das aus dem Gleichgewicht gekommen und in dem Fall auch weiß man, was da auszugleichen ist. Und, und da ist die ayurvedische Medizin kann eine super Ergänzung sein, auch für die allopathische Medizin, weil Ayurveda ist ganzheitlich. Er betrachtet den Mensch nicht nur als seinen Körper oder sogar die allopathische Medizin manchmal betrachtet sogar nur einen Teil vom Körper. Ne? Du hast ein Problem mit dem Ohr, gucke ich nur das Ohr oder du hast ein Problem mit dem Fuß, gucke ich nur den Fuß. Aber bei Ayurveda ist ganzheitlich, bedeutet ganzheitlich der ganze Körper zusammen, aber auch der Körper mit dem Geist und auch mit der Seele. Was ist Also ich würde das betrachten auch als eine spirituelle Medizin, weil diesem Bereich, der da ist, der Teil von unserer menschlichen Erfahrung ist, auch berücksichtigt wird. Und das ist, was mich persönlich auch angesprochen hat, diese Ganzheitlichkeit von Ayurveda und dass Ayurveda ja eine wichtige Heilkunst ist, aber auch eine Methode der Gesundheitserhaltung und der Prävention, finde ich, dass da hat Ayurveda auch eine super Rolle. Hast du absolut recht. Ich muss auch sagen, so wie ich das erfahren habe,
die Doshas, die Physiologie im Körper, die steuern die Abläufe in uns. Die sind da, aber ich glaube, der eigentlich wichtige Punkt in Ayurveda, den hast du schon angesprochen, und zwar Ayurveda kommt aus einer Zeit, die ist so alt, dass der Mensch damals noch anders war. Der war auch sehr viel naturverbundener. Der hat auch nicht so oft auf sein Smartphone geguckt. Und deswegen war die erste Medizin, die in Ayurveda gemacht wurde, oder die erste Schule, war die Chirurgie bzw. die manuelle Therapie, weil der Mensch am Anfang tatsächlich seltener innerlich krank wurde. Also internistische Krankheiten wie ein Rheuma oder eine Gallenblaseninfektion oder so gab es seltener. Das waren dann die weiteren folgenden Schulen von Ayurveda. Und die waren auch eher als Präventationsmedizin ausgelegt am Anfang, weil die gesunde Erhaltung eigentlich eine größere Rolle im Leben spielt als die kurzfristige Behandlung bestehender Ungleichgewichte. Also das Wichtigste ist, wenn ich einen Stein oder einen Pfeil in mir als Spitzes getreten, muss ich das behandeln. Das Nächste ist, dass ich verhindere, dass ich eine Krankheit kriege. Und erst dann setzen wir bei dem klinischen Bild, wie wir es heute in der Schulmedizin kennen, an und sagen, was ist denn, wenn jetzt ich schon krank bin? Und eine gute Medizin würde Ayurveda mit Allopathie definitiv verbinden, weil dann kann ich beide Systeme nutzen. Genau, weil ich meine, wenn man ein Gleichgewicht, wenn man jetzt etwas jetzt repariert, sagen wir so, aber den System nicht in ein Gleichgewicht bringt, dann hat man die Reparatur nur kurzfristig. Es ist wie eine Batterie in einem Gerät reinzumachen, und irgendwann ist wieder leer und muss man wieder eine neue Batterie. Aber den Gleichgewicht wiederherzustellen oder den Gleichgewicht vor allem zu behalten, das ist, was Ayurveda, wo Ayurveda zielt. Und ich finde auch für mich sehr faszinierend, wie Ayurveda Gesundheit definiert. Weil wir sagen, okay, ich bin gesund. Also wenn ich frage jemanden, wie geht's dir? Ich bin gesund. Heutzutage bedeutet, ich bin nicht krank. Also ich habe kein Fieber oder so. Aber für Ayurveda ist nicht genug, dass du nicht krank bist. Also für Ayurveda jemand, der gesund ist, bedeutet, dass die Organe funktionieren alle optimal, die Sinnesorgane auch, die Verdauung. Und auch, dass die Ausstrahlung da ist und dass man glücklich und ausgeglichen ist. Und glücklich und ausgeglichen, ich denke, das ist, also ich würde das vergleichen zu genug Energie haben. Weil für mich ist Energie ist ein bisschen die Art, wie ich messen kann, wie ich mich fühle, mein Lebensgefühl. Weil wenn ich genug Energie habe, dann bin ich in der Lage, auch die schwierigste Situation zu managen. Aber wenn ich keine Energie habe, dann auch die schönste Aufgabe wird so eine Belastung. Und dann denke ich, diese Ausgeglichenheit von Geist und Körper und diese Energie, die mir diese Ausstrahlung gibt. Und das ist Gesundheit für Ayurveda. Und Krankheit fängt es an, wenn ich nicht mehr so viel Energie haben. Das ist schon der erste Stadium der Krankheit. Also Ayurveda beschreibt 6 Stadium der Krankheit. Und der erste Stadium der Krankheit bedeutet, ich bin unzufrieden, ich habe keine große Energie. Und da würde man schon zum ayurvedischen Berater in den Bereich gehen, in den Fall gehen und sagen, ich habe keine große Energie, ich bin immer müde oder so. Und das ist genug, um zu sagen, ich bin nicht ganz gesund. Wenn man dann weitergeht, aber ab dem 4. Stadium, glaube ich, man geht zum Arzt, dann reicht es der Berater nicht mehr. Dann muss man richtig zum Arzt gehen. Dann muss man was Größeres, sagen wir so, unternehmen und das Gleichgewicht mit größerer Anstrengung wieder anstreben. Oder? Wie siehst du das? Das ist richtig. Dann muss man bereits intervenieren. Ja, Ayurveda hat tatsächlich das Konzept aufgestellt, dass eine Krankheit lange entsteht, bevor sie klinische Symptome zeigt. Das gibt es auch in der Schulmedizin, aber ich glaube, wir sind einfach in der Praxis noch nicht da, wo jedem Kassenpatient das zur Verfügung gestellt wird. So ist es. Und ich glaube auch, dass ein guter Vollblutarzt auch in sich drin auch ein bisschen darauf hofft, dass wir gesund leben, weil seine Arbeit zielt eigentlich darauf ab, dass wir gesund leben und er uns, wenn wir doch mal krank sind, korrigiert und wir aber von uns aus heilen. Und im Ayurveda, wenn man die Sanskrit-Texte liest,
dann ist die Metaphysik sehr interessant beschrieben. Und zwar wird dein Körper wird in jeder Sekunde, in der wir sprechen, seine Zellen teilen und neue Zellen bilden. Und in dem Moment, wo wir krank sind, sprich wo die Doshas, also die Physiologie, die Steuerung des Körpers gestört ist, werden alle Zellen, die in diesem Moment unter diesem Einfluss erschaffen werden, auch unter einem gestörten Einfluss erschaffen. Und deine Gesundheit verläuft in Wellen. In dem Moment, wo die Doshas gestört sind, erzeugt dein Körper ungesunde Zellen und Gewebe. Und in dem Moment, wo sie harmonisieren, die Doshas, wird wieder gesundes Gewebe erstellt. Das heißt, solange ich so lang wie möglich gesund lebe, habe ich die beste Gesundheit und gleichzeitig die beste Prävention. Und je öfter es mir schlecht geht oder ich mich störe und mir kalt ist, ich Schmerzen habe, desto öfter und länger erzeugt mein Körper auch das Ungleichgewicht, in dem ich mich nachher befinde. Das sind wie die Ringe an einem Baum. Ja, genau. Und es gibt einige Schrauben, an denen man sozusagen drehen kann. Also wenn es auch zum Beispiel um Energie geht, es gibt einmal diese Erkennen, wo wir stehen, also wie bin ich jetzt nicht dogmatisch, ich bin bitter, also mache ich alles nach Dogmen, sondern wie bin ich drauf, also wie ist meine Energie auch zum Beispiel, weil es ist nutzlos, sich zu vergleichen zum Nachbar, der schafft, weiß ich nicht was, 30 Kilometer laufen, kommt er zurück und ist noch gut drauf. Also ich muss nur mich kennen und in diese Annahme und in diese Erkennen, wie ich gemacht bin, was wir in Ayurveda die individuelle Konstitution nennen, dann auch handeln. Und handeln bedeutet in der Ernährung, aber auch im Tagesrhythmus und dann auch in den Haushalt, von unserem Energiehaushalt, wie wir uns Energie geben und nehmen. Und die Qualität von der Energie, die uns in den Sachen, die wir machen, wo das ist und ob wir in Einklang mit unserer Chronobiologie leben, also in Einklang mit unserem Körper, mit der Natur so leben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, denke ich. Ja, und dann gibt es auch zusätzlich zum Porridge gibt es ganz viele verschiedene Rituale oder die in Ayurveda sehr wichtig sind, im Bereich auch zum Beispiel Morgenroutine und so weiter, die uns hilft, schon der Tag gut anzufangen und schon von Anfang an, also vom Anfang des Tages, unsere Energie beizubehalten und unsere zentriert zu bleiben, in Gleichgewicht zu bleiben. Und das sind wichtige Sachen für Ayurveda. Zum Beispiel die Routine ist ziemlich wichtig, oder? Definitiv. Der Mensch scheint ein Routinewesen zu sein aus dem gesundheitlichen Standpunkt. Was die Energie betrifft, da ist es sehr wichtig, darauf zu achten, wenn es auch darum geht, glücklich zu sein, weil das doch ein Zeichen der Gesundheit ist. Also nicht nur, wenn der Körper in seiner Funktion und in seinen Ausscheidungsprodukten, in allem, was man beurteilen kann, qualitativ gute Arbeit leistet, sondern auch, wenn man happy ist, wird man ja als gesund angesehen. Und dazu gehört, dass wir als Menschen im Westen Energie anders betrachten. Zum Beispiel, wenn wir in die Zeitung gucken oder in die Werbung oder was auch immer, Zeitung liest mittlerweile niemand mehr. Aber wenn wir die Menschen sehen auf den Produkten, die wir kaufen wollen, dann sind die immer am Lachen und super happy. Die sind gerade wahnsinnig glücklich, weil sie ein neues iPhone haben oder warum auch immer. Und diese Art von Energie, die können wir mit Gesundheit niemals erreichen oder wenn dann nur für einen kurzen Moment, weil eine gesunde Energie ja immer was ist, was ich konstant halten kann. Und wenn ich mal richtig glücklich bin, da gehört immer dazu, dass ich dann auch mal wieder einen Energieverlust habe und nicht ein ausgeglichenes, konstantes Level. Das ist das eine. Und da müssen wir lernen, dass man auch sagt, okay, manche Menschen haben einen Körper, der produziert sehr viel Energie. Das kann mein Nachbar sein. Und es kann sein, dass ich schon einen Körper habe, der ist einfach ein bisschen schwächer gebaut. Der kann schon zufrieden sein, wenn er nach dem Essen nicht ins Spätzlekoma fällt. Und dazu gehört, zufrieden zu sein mit dem, was man hat und was man nicht hat.
Und dann kann man gut leben. Deswegen ist Ayurveda jetzt auch nicht diese Diät oder dieses Programm, das einem mehr Power verschafft oder so, sondern es ist wirklich diese gewisse Ausgeglichenheit. Wie bin ich? Und damit lebe ich. Ja, das auf jeden Fall. Das aber von mir aus, wenn ich denke zum Beispiel, worüber wir vorher gesprochen haben, zum Beispiel von der Verdauung, ne? Wenn wir essen in eine Art, die wir, oder etwas, die wir verdauen können, Geburtszu, dass wir das gut verdauen können, werden wir weniger in Koma sein Nachmittag, oder wir werden mehr Energie zur Verfügung haben, weil schnell was wir gegessen haben, verstoffwechselt wird, in Energie umgestellt wird und wir können diese Energie benutzen. Oder wenn wir einen erholsamen Schlaf haben und diese Schlaf zum Beispiel, also die Schlafzeiten auch so haben, dass wir, dass unser Körper sich richtig erholen kann, dann ist es auch Energie zur Verfügung. Jetzt so eine gesunde Energiehaushalt, denke ich, dass Ayurveda hat schon ganz gute Tipps dazu, oder? Ja, also ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, wenn man die ayurvedischen Maßstäbe verwendet, die ja auch einen Ernährungsteil und einen Lebensstilteil mit sich bringen und nicht nur auf die Medizin sich beschränken. Und wenn man Yoga praktiziert und nicht unbedingt das Yoga, das hier bei uns so in Deutschland, Europa angekommen ist, sondern das, was aus dem Originellen, aus dem Indischen kommt, dann würde ich sagen, dass man sehr viel mehr Energie im Alltag haben wird, weil man durch einen gesunden Schlaf, durch einen geringen Stresslevel sehr, sehr sortiert sein wird. Man wird einfach ganz viel Energie nicht mehr verschwenden und allein dadurch eine Lebensstilqualität gewinnen. Ja, ja. Und bei unserem Abend heute, wir hatten auch über die Ritualen gesprochen, oder wir wollten sprechen auch über die Ritualen, die das Leben schöner machen. Also ich meine, das war jetzt ein großes Versprechen, aber schöner machen ist, wenn man glücklich und ausgeglichen ist in diese komische, stressige Zeit, was will man mehr eigentlich? Eigentlich zufrieden, ausgeglichen und in seine eigene Energie sein, zentriert, will man nicht anders. Und ich finde, wenn man aufsteht, der erste Moment am Tag ist der Tag, wo man sich ein bisschen selber programmiert. Und programmiert man sich physisch genauso wie geistig. Und das ist schon wichtig, auch um sich zu erden für manche Menschen, die vielleicht im Moment auch mit der Psyche so ein bisschen Probleme haben und so weiter. Diese Erdung, die uns gibt, wenn wir gewisse Ritualen haben, zum Beispiel. In Ayurveda haben wir eine lange Serie von Ritualen. Man muss nicht alle durchmachen, jeden Morgen alles machen, sonst würde man sagen, okay, ich komme später zur Arbeit, ich muss jetzt noch ein paar Stunden was machen. Aber es gibt auch einige Sachen, die sehr, sehr schnell gehen, wie es zum Beispiel Reinigung der Zunge oder Einölung der Nasenölen oder ja, ab und zu auch eine schnelle Selbstmassage oder Ölziehen, sind alle kleine Sachen, die aber, wenn man regelmäßig sie macht und dann kommt dann der warme Porridge oder vor allem kommt das heiße Wasser oder das warme Wasser morgens, um den Körper zu reinigen und so weiter, bringt uns schon stützt uns in unser Gleichgewicht, finde ich. Wie sieht es deine Routine aus? Jetzt bin ich neugierig. Ja, es ist auch wieder so ein witziges Thema. Da habe ich in der Erfahrung auch gelernt, in der Praxis, da kannst du auch sehr gut Patienten oder Klienten vergraulen, indem du denen sagst, wenn du einfach mal so ein bisschen Lebensqualität gewinnen willst und wirklich gutes, glückliches Leben willst, dann stehst du halt morgens um 4 auf und dann meditierst du. Und dann machst du Yoga und dann machst du deine Morgenroutine, tust dann Öl ziehen und Zungenschaben, wenn man das noch will. Und dann machst du ein gesundes Frühstück und dann sagen die, Moment mal, wie war das nochmal? 4 Uhr aufstehen und dann ist schon vorbei. Aber ja, du hast absolut recht. Ich würde sagen, der größte Schlüssel zur
Lebensqualität ist Meditation und auch Yoga ist, wenn man gerade körperliche Themen hat oder auch dieses Thema mit der Energie, wie energieaufgeladen will ich sein, dann ist Yoga gleich der nächste Baustein. Und dann ist es so, dass man ja gewohnt ist, jeden Tag die Zähne zu putzen, aber so eine neue Routine nicht so leicht aufnimmt. Und es doch am einfachsten letztendlich ist, das morgens zu tun, bevor der Tag losgeht. Und dieses frühe Aufstehen ist tatsächlich ein sehr beliebtes Prinzip, aber da muss der gewisse Biss auch da sein, das zu wollen. Und da sage ich, da ist ein gesunder Lebensstil so ein bisschen wie ein Klimmzug. Ein Klimmzug kann man nicht irgendwie probieren. Man muss ihn dann können, damit der Körper ihn durchführt, damit das Nervensystem sich dran gewöhnt. Und jemand, der die Benefits von Meditation und Yoga nicht kennt, dazu zu bringen, früher aufzustehen und das zu machen, das erfordert doch mal 3 Monate harte Angewöhnung, würde ich sagen. Aber es lohnt sich in jedem Fall. Also ich meine, du sprichst von den, also diese ein bisschen härtere Stil, vielleicht auch der erfolgreichste, aber ich denke, es gibt auch Soft-Varianten. Jede, ich meine, jede neue Gewohnheit, die wir einführen, die in Richtung Achtsamkeit geht, die in Richtung Selbstliebe geht, die eine positive Veränderung. Jeder kleine Schritt ist zu feiern und es bringt uns einen Schritt weiter. Ich denke, dass wenn man jetzt anfängt mit den 4 Uhr morgens, dann bleiben 99% der Klienten auf der Strecke, wenn überhaupt. Aber wenn man jemand einführt in kleinere, bewusste Handlungen am Morgen, nicht sofort das Handy zu schauen oder die Mails, sondern erstmal sich zu sammeln, kurz auf diese Aufmerksamkeit auf den Körper, wie geht es mir, und auf den Atem, auch wenn es sind nur ein paar Minuten, das ist schon eine Lebensqualität, die steigt durch diese Achtsamkeit, dann, ich glaube, das steigert sich. Und ich denke, das ist das, die Macht der Erfahrung, finde ich. Es ist das, wenn man kleine Erfahrungen gemacht hat und einem gut getan hat, dann macht man wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, weil nicht alle haben so viel Pitta-Energie. Und es gibt manche, die haben ganz wenig Pitta. Die muss man schon ein bisschen langsamer, ne, einführen in eine Gewohnheit. Und aber dann diese Erfahrung, die uns bestätigt, oder dieses Gefühl, oh, das tut mir eigentlich gut, das ist letztlich, was bringt dann, okay, jetzt kann ich das noch einführen und das andere. Oh, es geht mir noch besser, dann jetzt geht es doch ein bisschen. Und dann irgendwann vielleicht freiwillig sagen, oh, jetzt probiere ich auf 4 Uhr mal aufzustehen. Dann denke ich, das kann eher so gehen, oder? Die harte Tour gibt es wenige Menschen, die wahnsinnig viel Feuerenergie an sich haben und sagen, jetzt Disziplin muss sein. Ja, es ist wohl. Ich denke auch, dass jeder, der damit arbeitet und das anderen Menschen auch näher bringt, der zieht auch sein Klientel an. Und da gibt es mit Sicherheit die Leute wie ich, die sagen, okay, sag mir einfach, was zu tun ist und ich tue es und dann ist gut. Dann gibt es aber auch Menschen, die wollen so ein bisschen bemuttert werden. Dann gibt es Menschen, die leben sehr gut, wenn man sie ein bisschen motiviert. Und da ist es dann auch wichtig, die Psychologie ein bisschen zu kennen und den Menschen auch da abzuholen, wo er ist natürlich. Ja. Und man muss auch dazu sagen, für einen gesunden Menschen fällt es auch viel leichter, mal früh aufzustehen, als für jemanden, der sagt, ich habe morgens keine Energie. Dann würde ich auch nicht daran arbeiten, jetzt früh aufzustehen, sondern erstmal diese Energie herstellen natürlich. Und dann kann man da so langsam reinkommen. Und eigentlich ist Ayurveda kein großer Fan davon, was zu tun, was unangenehm ist. Das ist eigentlich hilfreich. Wenn wir krank sind, dann ist es meistens so, dass die Therapien nicht die angenehmsten sind, wenn es um die echte Medizin geht. Aber im Lebensstil ist das Wohlbefinden eigentlich ein Indikator für einen gesunden Stil, den man hat. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass eine gewisse Bescheidenheit mitkommt, dass man zum Beispiel im Ayurveda, Ashtanga Hridayam, wird beschrieben, morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, mache ich mir bewusst, dass jeder Mensch eigentlich nur glücklich sein will im letztendlichen Ziel und dass ich, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, so klein bin für das gesamte Universum wie ein einzelnes Sandkorn am Strand. Und dass man da ein bisschen sein Mindset trainiert, zu sagen,
ich bin einer von vielen und wir wollen alle glücklich werden. Und das sind zwei Realitäten. Wenn wir mit denen morgens das Haus verlassen, dann gehen wir ganz anders durch die Welt. Mhm. Ja, aber auch diese, sich öffnen für das Schöne, ne? Sich öffnen in der Dankbarkeit. Und ich finde, morgens ist für mich entscheidend, wie ich mich programmiere innerlich. Ne? Wenn ich jetzt sofort auf die Probleme oder auf die Sache stürze, sondern ich öffne mich auf einem guten Tag so, ich öffne mich dafür, dann wird es auch gut. Und diese Augen offen haben für die Kleinigkeiten, die uns begegnen, und die gut sind und die sind immer da. Und ich finde, das ist wichtig, deswegen diese Morgenrituale, also wichtig, diese Moment der Sammlung zu haben, also Moment der Stille, der Sammlung. Natürlich Meditation ist wunderbar, Achtsamkeit, Übungen, die zum Beispiel mit Yoga da sind. Ich habe jetzt seit kurzem, also etwas mehr als ein Jahr, auch die Yoga-Therapie von Dr. Bohlen, weiß ich nicht, ob du den kennst, kennengelernt. Und das ist eine einzige Achtsamkeitsübung, die wirklich, also dann achtsam zu leben, bedeutet schon eine andere Qualität des Lebens, ne, an sich, ne, finde ich. Ich würde sagen, Meditation hilft uns deutlichst dabei. Es geht auch darum, wie du sagst, ich gehe anders in den Tag. Was macht mich glücklich? Wofür bin ich dankbar? Wenn ich einmal am Tag meditiere und mal für ein paar Minuten nicht ich bin, so, und auch kein Deutscher bin und auch kein Arbeiter bin, sondern einfach nur bin, was am Ende übrig bleibt, wenn ich die ganze Identität wegnehme und mal dieses Gespür entwickle, dann habe ich selber schon festgestellt, dann können auch harte Ereignisse im Tag uns nicht so richtig aus der Bahn werfen. Dann sind wir da relativ zentriert und gehen durch, verlieren dadurch auch weniger gute Laune, verlieren weniger Energie und dann geht es jeden Tag so weiter und wir leben eigentlich echt gut. Ja, das ist was, erkennen das selbst, so was wir sind. Und wie in Ayurveda man sagt, also diese Beispiel von wie der unsere Kopf, also unsere Geist, der Geistmodell mit dem Intellekt und so weiter. Aber im Zentrum von alles, von Intellekt, von Intuition und so weiter und so weiter, ist dann noch die Seele, ne? Und die ist laut Ayurveda ist nicht angreifbar, ist nicht verletzbar. Das bedeutet, nichts, was passiert, kann uns eigentlich was antun. Und in diese Gewissen sozusagen zu leben und sich durch die Meditation die Erfahrung zu machen, auch diese Erfahrung immer wieder zu machen, finde ich, das bedeutet, ein anderes Leben zu führen letztlich. Das ist Lebensqualität letztlich. Das ist Lebensqualität. Das versuchen wir ein Stück weit zu erreichen mit dem Ganzen. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe da am Anfang sehr, sehr wenig aus Internetblogs auch rausbekommen, was wirklich funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ich bin auch mal darauf hingewiesen worden, dass das, was ich als ich empfinde, was jetzt hier im Zoom mit Andreas Haas dann steht, das ist ja eigentlich das Ego. Und wenn ich die Realität betrachte, dann ist es ja eigentlich was, wir wissen ja, es besteht alles nur aus Atomen und letztendlich aus Frequenzen. Und die Sinne nehmen das auf eine Art wahr, speichern es in meinem Gedächtnis. Und diese Vergangenheit im Gedächtnis wird ja ins Ego reintransferiert und sagt, aha, hier bin ich und das ist richtig und das ist falsch. Aber das ist ja eigentlich alles nicht wirklich real. Und da setzt echtes Yoga an und kann uns echte Erleichterung bringen, weil wir manche Dinge dann einfach so nehmen, wie sie sind, nämlich gar nicht so richtig wichtig. Ja, gar nichts mehr so ernst. Mhm. Ja, ich denke, wir können keine bessere Abschluss machen. Ich wollte dich noch fragen, was du jetzt für Projekte hast. Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt mit dem Heilpraktiker. Wie gesagt, das Porridge, das ist ein kleines Hobby, das ich nebenher mache. Mhm. Wenn ich den Heilpraktiker mal habe, werde ich ziemlich zufrieden sein und dann will ich definitiv weiter Ayurveda studieren. Dafür ist es wichtig, die Sanskrit-Texte mal zu lesen, ans Original ranzukommen. Kann ich nur jedem empfehlen. Es ist auch gar nicht so schwer zu lernen. Und
Man hat da relativ gute Quellen, manchmal im Internet. Ansonsten kann man sich auch gerne mal mit mir zurückschließen, dann machen wir das zusammen. Das ist eine tolle Sache. Mich begeistert es aus irgendeinem Grund. Ich stehe auf das Zeug und ich bin an Ayurveda auch, ich weiß nicht warum, mehr hängen geblieben als an der Vier-Elemente-Lehre, der TCM, der Hildegard. Die sind alle sehr cool. Aber letztendlich führen sie alle zurück auf Ayurveda. Und das ist ein faszinierendes System. Da werde ich mich mehr damit beschäftigen. Super. Super. Ich zeige nur kurz, weil ich, also ich werde in den Bildschirm zeigen, was deine Seite ist und mein Programm, bevor ich dann mich öffne für die Fragen, die eventuell noch da sind. Das ist deine Seite, Gesundheitshase. Das finde ich total lustig, die Name, super gewählt, weil du heißt Haas als Nachname, Gesundheitshase, ist lustig. Wer den Namen kennt, versteht es. Wer nicht, fragt sich meistens, was da los ist. Hier bist du. Ja, schön. Und dann, wenn wir schon hier sind, dann werde ich auch teilen kurz, was ich mache, bevor wir dann an die Fragen gehen, falls jemand das hat. Und das ist meine, also das ist mein nächsten Vorhaben, Ayurveda, das Energieprogramm. Heute haben wir viel über Energie gesprochen. Und ich biete in diese kalte Jahreszeit am Ende von Winter, zwischen Winter und Frühling eine 10 Wochen Online-Coaching-Programm in der Gruppe. Einfach, weil es jetzt die Zeit, wo uns bewusst wird am meisten, dass wir wenig Energie haben. Und das kann man mit Ayurveda einiges lernen, um den eigenen Ayurveda-Energiehaushalt besser zu managen. Ja, genau. Und jetzt werde ich gleich die Aufnahme stoppen und ich grüße erstmal alle Leute, die diese Videoaufnahme angeschaut haben und danke euch herzlich. Und für die Leute, die online sind, können wir jetzt Fragen stellen. Wer will, kann auch die Kamera anmachen.